So Leute, wie der Zufall es so will, wie es der Zufall so will, so rum, ist Saichi einfach vorbeigekommen. Was soll das bedeuten? Aber auf jeden Fall werden wir ihn jetzt um eine Verabredung bitten. Um Verabredung bitten. Let's go. Er hat ja gesagt. Perfekt. Okay, wir gehen zusammen in ein Museum. Ich finde, das würde zu Macy ganz gut passen. Ne? Gut, wir sind da. So, er ist barfuß, der Arme. Ja, wir können mal romantisch, düsteres Kompliment. Was soll das? Sinn des Lebens? Ach, herrje. Okay, dann lern ihn einfach mal kennen und Fröhlichkeit ausdrücken. Ja, tu das mal und dann können wir... Sind wir... Ja. Okay, so, dann gehen wir doch zusammen hier hin und schauen uns das Museum an. Saichi möchte einen Schritt weiter machen. Oh mein Gott, da lässt nichts anbrennen. Ist Macy zu einer festen Freundschaft bereit? Der Typ wartet nicht mal, bis er irgendwie... Er will direkt mit ihr zusammen sein. Oh mein Gott. Und sie fällt halt auch noch drauf rein. Ich meine, die sehen so süß aus eigentlich zusammen. Aber er ist ein Arschloch. Oh mein Gott. Ich nehme gerade mal 2 Minuten auf und die sind jetzt dann schon zusammen oder wie? Ja, aber sie sagt halt auf jeden Fall nicht nein. Natürlich. Fester Freund. Tiefe Verbundenheit. Also, wow, sie ist wirklich drauf reingefallen. Das ging aber schnell. Naja, okay, zusammen ansehen, komm. So, wow, das ist wirklich eine uralte Schreibmaschine. Ich bin so fasziniert. Und er so, ja. Oh mein Gott. Hey, ich habe gehört, du und Ophelia seid jetzt gute Freunde. Achso. Gute Freunde. Ja, um sozialen Rat bitten. Oh mein Gott, das hat echt gut funktioniert, ne? Jetzt redet auch noch ein Kind mit uns. Nein, nicht da. Oh mein Gott. Okay, komm, geht euch zusammen das hier anschauen. Ja gut, dann können wir romantisch flirten. Sollen wir mal rüber sitzen? So, ja, ich finde dich schon voll toll. Aha. Romantisch. Kusshauchen. Romantisch kitzeln. Anmachen. Wir flirten mal so ein bisschen. Sagt sie, ja. Es freut mich, dass du mich gefragt hast, dass ich deine Freundin sein möchte. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Romantisch Kompliment machen. So, ja, du. Du hast dich echt schick angezogen heute. Und dann könnt ihr ihren ersten Kuss erleben, würde ich mal sagen. Er lässt ja nichts anbrennen. Ich meine, er möchte ganz schnell, dass sie ihm völlig verfallen ist. Die denkt sich so, ach, als ich so jung war. Ja, na los. Mache ich das richtig? Oh mein Gott. Mache ich das richtig? Was war das denn? Okay, das war richtig unangenehm. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Ui. Oh mein Gott. Rumschmusen, oh Gott, nee. Mache ich das richtig? War es okay, dich zu küssen, Saichi? War das in Ordnung? Ich bin mir so unsicher.
Ja, sie kann ihn ja auch fragen, ob er später mitgehen möchte. Die gehen noch auf den Rummel und er sagt so ja und zieht sie so zu sich hin. Das Nelio. Romantisch. Halsküssen. Saichi knuddeln. Sie möchte ihn knuddeln, dann machen wir das. Knuddeln. Oh. Macy geht ran. Stille Gewässer sind tief. Das hat jetzt er gemacht. Oh mein Gott. Ich sag's euch, der lässt nichts anbringen. Oh mein Gott. Ich glaub das gar nicht, dass der einfach so vorprescht. Und sie fällt halt drauf rein, weil sie halt voll den Crush auf ihn hat. Mein Gott, die Arme. Was, wenn sie da rumschmusen? Oder ist das too much? Vielleicht ist es noch too much. Ich weiß es nicht. Händchen halten. Die sind jetzt einfach wirklich ein Pärchen. Und es kam einfach von ihm. Nee, wir überspringen. Romantisch. Händchen halten. Oha, die hat so rumgemault, weil es ihr nicht gefällt, dass wir vor dem Kind herummachen. Okay, wir konzentrieren uns ja gar nicht auf das Museum. Wir müssen ja auch hier was anschauen. Kommen Sie mal ran hier. Und er so, ja, ja, mach du nur. Okay. Gut. Dann würde ich nämlich sagen, reisen wir jetzt mit allen zusammen. Let's go. Edmund möchte lieber nicht kommen. Edmund, was ist los mit dir, Edmund? So, wir gehen alle zusammen dahin. Gut, dann gehen wir mal zusammen hierhin. Oh, supi. Gut, Serena soll mal mit Moritz plaudern. Die sollen hier mal plaudern. Einfach zu ihr hergegangen und hat sie geküsst. Ach du Heilige. Flirten. Die können ja hier mit Saichi rumschmusen. Romantische Fahrt mit Saichi. Komm, eine romantische Fahrt bitte. So, sie soll bitte zu ihrem Freund gehen. Und hier romantisch düsteres Kompliment. Sie soll sich mal Getränk bestellen, ein Bubble Tea. Und sie auch. Wo sie dann wahrscheinlich kotzt. Nein, hör auf, gemein zu sein. Och Mann, Serena. Du bist echt schrecklich. Romantisch flirten. Komm. Wir müssen im Knuddelscooter rummachen mit Serena. Freundlich kennenlernen. So, die fahren im Knuddelscooter. Nur Freunde. Macy hat entschieden, mit Saichi über ihre Beziehung zu reden. Und was wäre dafür besser geeignet als eine kitschige Plum-Bite-Pier-Attraktion? Ist das Funkeln in den Augen von Saichi ein Zeichen für gegenseitige Anziehung oder bloß eine Reaktion auf den atmosphärischen Nebel, der in dem Raum gepumpt wird? Versucht Macy das wählende Feuer anzuheizen und das Herz von Saichi zu gewinnen? Oder versucht sie, die romantische Stimmung runterzukochen, um eine engere Freundschaft zu begünstigen? Weiter flirten! Macy rückt ein wenig näher heran und zwinkert Saichi kokett zu. Saichi beginnt zu lachen und gibt Macy spielerisch einen Klaps auf die Schulter. Was für ein toller Gag. Der Flirtversuch von Macy ist komplett an Saichi abgeprallt und die beiden setzen die Fahrt mit einer freundlichen Unterhaltung fort. Das mag vielleicht nicht das Ergebnis sein, das sich Macy erhofft hatte, aber zumindest sind sich die beiden auf irgendeine Weise näher gekommen. Freundschaft. Ich kann nicht reden. Freundschaft zwischen Fahrgästen aufgebaut. Ist doch schön, ist doch auch schön. Oh mein Gott. Tip tap dem dem. Oha. Hallo.
Serena ist verknallt in Moritz. Das passt perfekt. Freundlich kennenlernen. Freundlich nach Hobbys fragen. Komm, du sollst hier schon mit dem Plaudern hier. Ach, sie hat... Du hast mir den Tag versüßt. Süß. Cute. Komm, sie soll mal auf die Toilette. Vegetarisch. Okay. Sie kann den ja mal fressen. Nein, nicht Halluzination. Oh mein Gott, was klicke ich hier schon wieder an? Plasma trinken. Komm, trinke ihn aus. Können wir Foto machen? Freundschaftliches Foto mit Moritz? Geht das? Komm, können wir Fotos machen? Woo! Yay! Romantische Fahrt mit Sydney. Komm, let's go. Schwärmerei. Die Sterne leuchten am Himmel und Riley geht mit ihrem Schwarm zu den Knuddelscootern, wo alle gute Beziehungen beginnen. Das Licht, die Musik, der Mitarbeiter, der in der Ecke eine Glühbirne wechselt. Alles, was es braucht, um eine Romanze erblühen zu lassen. Der Zeitpunkt ist gekommen. Macht Riley den ersten Schritt in die Richtung einer romantischen Beziehung oder geht sie es langsam an und bleibt lässig? Wir flirten. Es ist nicht so gut gelaufen, wie Riley es sich erhofft hatte. Scheinbar ist es nicht so romantisch, wie im Internet behauptet wurde. Eine Avocado in der Hand zu halten und dann jemanden zu fragen, ob er Avo knuddeln möchte. Sydney lacht höflich und rückt ein Stück von ihr weg. Der Mitarbeiter in der Ecke schüttelt den Kopf und zeigt einen Daumen runter als Reaktion auf den schlechtesten Witz. Also diesmal kein Avo-Knuddeln in den Knuddelscootern für Riley. Romantische Beziehung zwischen Fahrgästen zerstört. Das ist mich verarscht. Oh mein Gott, okay. Fahren mit Fiona, komm. Wir fahren die Gruselbahn mit Fiona zusammen. So, sie hat Hunger. Du kannst dir Essen bestellen, einen Corn Dog. Oh Mann, ey, das war ja echt verärgert, weil keine Einladung zum Abschlussball erhalten hat. Seine Schwärmerei geht weg. Oh Gott. Ich konzentriere mich einfach auf die hier. Romantisch, nach romantischem Interesse fragen. Fragen, ob sie Single ist. Ups. Er geht drauf ein. Romantisch. Anmachspruch. Komm, mach ihn mal an. Oh, was ist das denn? Scheußliches Foto. Scheußliches Foto. Ich bin echt gespannt, wie das Foto geworden ist. So, Leute, versammelt euch. So, sie fahren mit Saichi. Riesenrad fahren. Yay, die gehen Riesenrad fahren. Cute. Freundlich. Nach Hobbys fragen. Und dann soll sie auch meinen Corn Dog bestellen. Äußerst besorgt. Die Fahrt scheint gut zu verlaufen, aber Macy bemerkt, dass sich Saichi über irgendwas Gedanken macht. Ja, macht sich Gedanken, was die da so getan haben. Also, warum er sich an nichts erinnern kann. Und deshalb sitzt er da und ist so voll still, ne? Weil eigentlich will er ja nichts von Macy. Soll sie fragen, was los ist, um Saichi zu helfen? Oder soll sie eine Geschichte erzählen, um zu versuchen, Saichi abzulenken? Sie fragt ihn so, hey, ist alles in Ordnung? Die Stimmung in der Gondel kühlt sich ab und Macy wird klar, dass sich Saichi mehr Freiraum hätte lassen sollen. Saichi erkennt an, dass Macy besorgt ist, ist jedoch der Meinung, dass ein Gespräch auch nicht weiterhelfen würde. Macy bleibt den Rest der Fahrt stumm, ist jedoch bereit zuzuhören, falls sich Saichi doch noch öffnen sollte. Ja, er ist halt so voll still und sie hat halt gefragt und es hat ihn voll genervt, dass es ihr aufgefallen ist, weil er möchte es ja geheim halten. Essen bestellen, Corn Dog. Ich wollte eigentlich fahren mit Fiona. Sie ist voll müde. Vielleicht verabschiedet Macy sich jetzt auch einfach erstmal. Wir können ihm ja einen Kuss geben. Und dann geht sie nach Hause.
romantisch flirten. Wir müssen uns an die beiden hier halten. Schlüpfige Frage. Flirten. Ja, jetzt scheint es zu funktionieren. Na, endlich. War es schlecht oder wie? Okay, sie soll auch mal nach Hause gehen. Wo ist er denn schon wieder? Oh nein, er ist gegangen. Aber wir müssen doch mit ihm darum machen. I'm crying. Wir haben übrigens Vampirkraftmerkmale. Da würde ich sagen Geruchslosigkeit. Dass ihre Hygiene nicht mehr sinkt. So, dann quatscht ihr einfach mal miteinander. Die sagt so, wehe, du wirst Macy verletzen. Und dann sagt er so, warum sollte ich sie denn verletzen? Gibt's denn einen Grund, warum ich sie verletzen sollte? Und dann sagt sie so, ich sag's nur. Und dann geht sie weg. Wieder zurück hierhin. Komm. Komm, wir machen Foto, freundschaftliches Foto mit Danielle. Komm, let's go. Danielle, schnell, da rein. Okay, Danielle muss nach Hause. Sonst verbrennt sie. Und Foto machen, freundschaftliches Foto mit Serena. Mach mal ein paar Fotos hier. Gut, ich glaube, dann können wir auch wieder nach Hause gehen alle. Es war doch mal ein cooler Abend. Ich konnte aber die Dinge, die ich erledigen wollte, gar nicht erledigen. Das ist belastend. So, wir gehen mit Fiona zu ihrer Familie, weil sie ja ihre Oma verloren hat und sie ist ja auch die ganze Zeit traurig. Deshalb schaue ich mal, ob ich das Grab finde. Wir besuchen einfach mal so ihre Familie. Vorsichtig vorstellen, freundlich vorstellen. Das ist ihr Onkel, oder? Das ist auch ein bisschen witzig, dass das Kleinkind ihr Onkel ist. Okay, dann können wir an der Tür klopfen? Wir können da hinten an der Tür klopfen. Okay. Freundlich versuchen vorzustellen. Das müsste ihr Opa sein, ne? Nee, stimmt. Die sind ja gar nicht dann verwandt. Ja, ich sehe auf jeden Fall kein Grab. Die Killerkaninchen waren scheinbar nicht daheim. War wohl nicht hier. Schade. Gut, dann reisen wir zu ihrer Mutter, zu den Eltern. Alter, was ist denn hier passiert? Buga. Die haben einen neuen Hund. Interessant. Hi, Buga. Wir können uns ja mal vorstellen bei ihm. Interessant. Und dann klopf mal an der Tür hier. Oh, wie ich dieses Grundstück vermisse. So, dann können wir ja freundlich vorstellen. Freundlich vorstellen. Bei unseren Geschwistern. Oh, die sind noch alle traurig. Kai-Jun! Wo ist denn Ophelia? Da ist sie. Soll sie mal ein bisschen mit ihr quatschen hier. Guckt euch die Süßen hier an. Gut, und dann reisen wir mal mit Ace. Oh nein, wie die alle weinen. Das ist richtig sad. Wir werden Ace dort treffen. Das ist schön. Und zwar gehen wir in das Café hier. Ein bisschen Kaffee trinken. Sie ruft ihn an und sagt so, hey, hättest du mal Lust? Ich meine, eigentlich wollte ich, dass er mit auf den Rummel geht. Dann würde das auch mehr Sinn geben. Da würden die sich nämlich schon kennen, aber egal. Dann haben die halt so ihr erstes Treffen. So, ja, ihr geht's gerade nicht so gut, ob er Zeit hätte, was mit ihr zu machen. Okay, da rennt er gleich mal weg. Ace, warte bitte. Über Probleme beschweren.
Das ist ein bisschen nervig mit den Vampiren. Oh, der hat sich da hingesetzt. Hä? Um Rat bitten. Und dann kann sie ja mal mit dem ein bisschen quatschen, tratschen, Tag verschönern, kennenlernen. Könnt ihr bitte weggehen? Freundlich. Kennenlernen. Seid ihr da? Ein bisschen quatschen hier. Ist auch voll schön hier. Gesellig ist er. Mag die Farbe Gelb nicht. Witzig. Romantisch. Oh, Hunter. Hunter ist romantisch. Romantisch. Fragen, ob Sim Single ist. Bewunderung. Und so, ja, danke, dass du dir Zeit genommen hast, um dir meine Probleme anzuhören. Das wird doch immer wieder gerne. Über Ängste reden. Komm, red mal über deine Ängste. Fiona ist verknallt in Ace. Oh mein Gott. Wie die sich irgendwo anders hinsetzen. Tiefgründige Unterhaltung. Essen bestellen. Zum Hieressen. Ein Croissant. So, ja, ich wusste gar nicht, dass Vampire auch essen. Und er so, ja, das kann man entweder abstellen oder man kann es beibehalten. Ja. Romantisch. Kompliment über Aussehen machen. Wir sagen ihm einfach, du siehst übrigens heute wirklich sehr gut aus, Ace. Und flirten ein bisschen. Von Naturschwärmen. So, ja, ich bin voll der Naturliebhaber. Romantisch. Flirten. Romantisch. Kompliment machen. Was war das? Oha. Oh, er flirtet zurück. Gefühle gegenüber Ace. Fiona ist total verschossen. Oh mein Gott. Sie ist so hübsch. Okay, wir gucken ihr nicht auf der Toilette zu. La 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 la. Er sieht halt so besonders aus, oder? Ich finde, irgendwie sehen die auch süß aus zusammen. So, sie soll mal das Schokobrötchen essen. Und dann müssten wir nach Hause, wenn sie das gegessen hat. Komm, unterhalte dich weiterhin mit ihm. Entschuldigung. Okay, wir haben aufgegessen. Dann können wir uns ja von ihm verabschieden. Auf Wiedersehen. Und dann können wir nach Hause gehen. Gute Freunde geworden. Das ist doch schön. Oha, die sind voll gute Freunde. Als attraktiv empfunden. Schwärmerei. Okay, Rechnungen. Rechnungen sind daher geflattert. Macy muss arbeiten gehen. Und dann fängt ja auch schon fast die Schule an, ne? So. Und dann würde ich sagen, in der nächsten Folge fängt wieder die Schule an. Und ja, mal schauen, ob wir Ace vielleicht sogar in der Schule antreffen werden. Und mit Moritz ist Serena ja auch am Anbahnen. Und ja, hier scheinen sich Dinge zu entwickeln. Und dann sehen wir uns in der neuen Folge wieder. Tududu.